herzlich willkommen zu der Top-Liste für die Bücher 2013. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge ich das hochlade. Ich mache jetzt drei Top-Listen. Vielleicht habt ihr schon eine Top-Liste von mir gesehen. Ich mache noch eine Top-Liste zu den Filmen 2013 und zu Songs 2013, wenn das alles so klappt, wie ich das möchte. Und naja, natürlich kommt da für mich als Booktuber auch eine Top-Liste mit den Top-Büchern 2013. Aber ich möchte euch gleich mal ein wenig vorwarnen. Es sind eigentlich, glaube ich, fast alles keine Bücher, die 2013 erschienen sind, weil ich muss sagen, ich habe zwar 2013 auf jeden Fall im Gegensatz zum letzten Jahr sehr viel gelesen, aber ich habe eigentlich fast keine Bücher 2013 gelesen, die auch 2013 erschienen sind. Ich habe irgendwie nur Bücher gelesen, die schon früher erschienen sind und deswegen, also ein paar Bücher sind hierbei, die sind 2013 erst erschienen, da bin ich mir sogar sicher, aber die meisten eher weniger und ja, aber das finde ich, also, das ist nicht schlimm, es ist einfach halt ein Ranking von den Büchern, die von mir 2013 gelesen wurden und die von mir halt auch in ein Ranking von Platz 10 bis Platz 1 gestellt wurden. Ich hoffe, ihr schaut es euch trotzdem an, es interessiert euch trotzdem auch, wenn es nicht die Bücher 2013 sind, die auch wirklich 2013 erschienen sind, weil davon habe ich zwar auch ganz schön viele hier rumstehen, aber ehrlich gesagt eigentlich fast keine gelesen und die, die ich gelesen habe, haben es entweder nicht in die Top 10 geschafft oder sind halt in der Top 10. Also ja, so viel von mir, kommen wir jetzt gleich mal zu den Plätzen. Ich wünsche euch viel Spaß. Platz 10 belegt ein Buch, das 2012 erschienen ist, beziehungsweise 2011 im Englischen und 2012 im Deutschen. Und zwar ist es Die Bestimmung von Veronica Roth. Ich muss mal gucken, ob ich dazu die passenden Worte finde. Ich wollte nämlich eine Rezension drehen und ich habe das nicht zusammenbekommen. Also ich weiß nicht, was an diesem Buch das Problem ist, aber ja, mal sehen. Also jetzt nicht wundern. Kurz gesagt geht es um Beatrice, wie auch immer man das aussprechen möchte, die in einer alternativen Zukunft lebt, weil das hier ist eine Dystopie und die meisten von euch werden das wahrscheinlich schon kennen und wahrscheinlich auch schon 2012 gelesen haben. Und naja, in dieser Gesellschaft gibt es halt 5 Gesellschaftsschichten, sage ich jetzt mal, beziehungsweise keine Gesellschaftsschichten, sondern die Menschen haben sich aufgeteilt in 5 verschiedene Gruppen, sage ich jetzt mal, und diese Gruppen sind aufgeteilt nach Eigenschaften. Also es gibt jeweils eine Gruppe, die jeweils nur eine Eigenschaft hat. Also in dieser Gruppe sind nur Menschen mit dieser einen bestimmten Eigenschaft. Das heißt, die anderen Eigenschaften haben sie nicht, sonst wären sie in anderen Gruppen. Also sie haben nur diese eigene Eigenschaft. Und damit ich hier nicht irgendwas vergesse, ist es natürlich so, da sind die Alturan, das sind die Selbstlosen, die Kandor, die Freimütigen, die Ken, die Wissenden, die Amite, die Friedfertigen und die Ferox, die Furchtlosen. Ja. Das sind halt alles, auch wenn sich das schwer vorzustellen ist, Fraktionen werden hier genannt, genau so kann ich das natürlich auch sagen. Ach, Leute, ist voll schlimm mit dem Buch. Und ja, und damit den jungen Leuten es erleichtert wird, sich für eine dieser Fraktionen zu entscheiden, ist es so, dass sie einen Test halt absolvieren müssen und danach dann bewertet wird, welche Eigenschaft sie halt haben. Das Problem an der Sache ist, es gibt halt auch Menschen mit mehr als einer Eigenschaft. Die sind halt nicht nur selbstlos und freimütig und wissend und friedfertig oder furchtlos, sondern die sind halt vielleicht nicht alles, aber mehrere Sachen. Zum Beispiel friedfertig und freimütig und allwissend oder so. Na, allwissend ist ja niemand, ne? Aber ist klar. Und Beatrice, die macht halt diesen Test und da kommt auch raus, dass sie auch irgendwie nicht ganz zu einer Fraktion zugeteilt werden kann. Und das ist aber nicht gut in dieser Gesellschaft, weil dann würde ja das System auseinanderbrechen. Und die Regierung, die mag es ja nicht, wenn das System auseinanderbricht. Deswegen wird jetzt ein bisschen sehr das Leben für Beatrice auf den Kopf gestellt. Sie muss sich für eine andere Fraktion entscheiden, entscheidet sich letztendlich auch für die Ferox, wie man hier sehen kann. Das ist kein Spoiler, das kommt relativ früh. Und naja, aber sie merkt halt, sie ist nicht nur furchtlos. Viel mehr will ich zu dem Buch auch gar nicht sagen. Meine schriftlichen Rezensionen zu allen Büchern, die jetzt kommen,
die ich gemacht habe, also ich weiß nicht, ob ich zu einer schriftlichen Rezension gemacht habe, ich glaube schon, die sind auf jeden Fall unten in der Infobox, da könnt ihr das dann nochmal nachlesen. Für die, wo ich auch eine Videorezension gemacht habe, das sage ich dann nochmal extra. Hier habe ich es ja irgendwie nicht geschafft. Und das ist ein gutes Buch und es landet unter meinen Top 10, aber es ist nicht das beste Buch. Es hat von mir nur 4 Sterne bekommen, weil, naja, also das Buch ist gut erzählt, muss man sagen. Und in diesem ersten Teil, es gibt insgesamt 3, glaube ich, ist es halt so, dass es hier hauptsächlich um die Ausbildung bei den Ferox geht. Und es passiert, sage ich jetzt mal, bis hier so, also das ist so das, was man gelesen hat, irgendwie, und das kommt noch, passiert so irgendwie nichts. Sie wird halt ausgebildet, ja, toll, und findet da vielleicht den, dann passieren noch ein paar Sachen zwischendurch, aber so wirklich passiert nichts. Was an sich jetzt nicht so super schlimm ist, aber dann auf einmal auf diesen letzten, weiß ich nicht, 100 Seiten oder so, passiert dann auf einmal was richtig, boah, und du denkst dir so, was ist denn jetzt los? Eben war alles noch so, ja, trainieren, ja, oh, was ist passiert? Na, trainieren, ja. Und dann auf einmal so, boom, was? Hä? Das ist für mich so ein bisschen abgehackt gewesen, so ein bisschen zu, ich weiß auch nicht, es ist so, als wäre, also ich stelle mir das so vor, die Autorin schreibt, ja, und dann kommt irgendwer von hinten, du sag mal hier, du hast noch nur noch 100 Seiten, bis das Buch zu Ende ist, du musst jetzt mal endlich was machen. Und dann, oh ja, ja, und dann ist es so, es ist mir zu abgehackt gewesen und deswegen hat es nur 4 Sterne von mir bekommen. Aber trotzdem ein tolles Buch, kann ich jedem empfehlen. Ich werde auch noch weiterlesen. Teil 2 habe ich hier auch schon zu stehen, habe ich auch angefangen. Aber ihr wisst ja, wie das bei mir mit den Reihen ist und so. Ich warte auf Teil 3. Teil 3 erscheint, glaube ich, im Januar sogar nächsten Jahres. Das heißt, wenn es eine Trilogie ist, was ich jetzt mal schwer vermute, dann kann ich die auch guten Gewissens abschließen. Das ist schön. Das ist sehr schön. Ja, das ist dann wohl ein verdienter Platz 10, würde ich sagen. Auf Platz 9 ist sogar ein Buch aus dem Jahre 2011 und zwar ist das, glaube ich, der Debütroman von Chevy Stevens, Still Missing, kein Entkommen. Ein Thriller wie ein Albtraum, der immer wieder neu beginnt, wie es auch hinten hier drauf steht. Ich möchte dazu auch gar nicht so viel sagen. Kurz gesagt ist, dass die Protagonistin entführt wird und zwar auf ein Landhaus. Auf jeden Fall im Haus irgendwo draußen in der Wildnis, wo sie niemand findet. Und da halt dann schlimme Dinge passieren, muss man sagen. Und es ist auch kein Buch für schwache Nerven, muss ich sagen. Und einige Sachen sind halt ein bisschen, also am Ende des Buches bin ich auch nah dran, hier bestimmte Leute am liebsten nochmal entführen lassen zu würden. Tollen tun. Auf jeden Fall ein sehr gut geschriebenes Buch. Es hat mich auch wirklich gepackt. Es hat insgesamt 413 Seiten, wenn man den Dank mit dazu nimmt. Und ja, ich finde auch das Cover irgendwie schön. Also es hat was Thrilleriges mit der hier verrosteten Säge und dann dieser Schmetterling hier. Das haben ja also in etwa so fast alle ihre Bücher. Ich habe ja hier auch Never Knowing zu stehen. Da ist ja in einem Rasiermesser, ist glaube ich eine Blume drin. Und irgendwie finde ich das auf jeden Fall auch sehr schön gestaltet und wie gesagt, hat eine interessante Story und man fiebert halt auch mit ihr mit, weil das Besondere an ihr ist halt, sagen wir mal, wenn ich da draußen wäre und ich wäre entführt worden, ich glaube, ich persönlich würde wahrscheinlich da oben eher mal nicht verrecken. Aber sie schafft es irgendwie zu überleben und das Beste aus der Situation zu machen und letztendlich vielleicht sogar sich aus dieser Lage rauszufinden. Aber nur vielleicht. Und falls und wie und ob, das müsst ihr schon herausfinden, wenn ihr dieses Buch lest. Und dieses Buch ist ein wohlverdienter Platz 9, das ich auf jeden Fall jedem empfehlen kann. Schriftliche Rezension unten in der Infobox. Es scheint mir so, als würden wir mit den Jahren immer weiter bergab gehen, um dann wieder bergauf zu gehen, denn dieses Buch ist im Jahre 2007 im Marina Verlag erschienen. Und zwar ist das Isola von Isabel Abedi, ein Geschenk von einer Freundin und meine erste Rezension sogar, glaube ich, schriftlich sowie auch in Videoform. Und ja, es geht um 12 Jugendliche, eine einsame Insel, 3 Dinge, die sie mitnehmen dürfen und unzählige Kameras, die sie beobachten. Ja, natürlich werde ich noch ein bisschen mehr zu dem Buch erzählen. Also, es ist so ähnlich wie eine Reality-Show, so ähnlich wie das Dschungelcamp, nur mit Jugendlichen.
Und sie haben keine Aufgaben, sie haben nur eine einzige Aufgabe. Es gibt einen Mörder, also der ausgelost wird, der aber kein Mörder ist. Also es wird hier niemand dazu gezwungen, irgendwen umzubringen, sondern es ist halt ein Spiel, in dem ja, derjenige, den möglichst so wie, ne, ihr kennt das ja auch nicht, also bei uns im Theater spielen wir es zum Beispiel so, einer ist der Mörder und der muss dann rumgehen und Leute anblinzeln. Und die Leute, die angeblinzelt werden, die müssen dann theatral sterben, weil wir sind beim Theater und so. Und er muss aber das möglichst so dezent machen, dass die anderen nicht mitkriegen, dass er der Mörder ist, sodass er letztendlich alle umbringen kann. Wenn er natürlich so macht, dann fällt das auf, wenn er aber nur so macht und dann vielleicht ein Stück weiter geht und woanders hinguckt und so, dann fällt es keinem auf und so soll es hier auch sein. Der Mörder soll möglichst natürlich nicht gefasst werden. Die Kameras sehen natürlich, wer der Mörder ist, deswegen sind auch eigentlich überall Kameras und nirgendwo Privatsphäre. Außerdem entstehen natürlich auch Konflikte, wie der TV-Sender das auf jeden Fall auch will, so RTL-like, weil das ja 12 Jugendliche sind auf einer einsamen Insel. Und ja, nun funktioniert das aber leider nicht ganz so gut und es passieren auch noch diverse Zwischenfälle, die das Buch wirklich sehr interessant machen. Ich muss sagen, trotz der wenigen Seiten und diesem kleinen Format ist es mit seinen 324 Seiten doch ein wirklich gutes Buch, das mich auch, wie gesagt, trotz dieser kurzen Geschichte doch überzeugt hat und glaube ich auch die 5 Sterne von mir bekommen hat. Ich bin mir jetzt aber gerade gar nicht so sicher. Besonders schön finde ich auch die Beschreibung von den Orten. Also sie sind natürlich auf einer einzelnen Insel und es ist im Fernsehen. Das heißt, diese Insel ist wunderschön und da leben wunderschöne Tiere und der Strand ist wunderschön, die Bäume sind wunderschön und dann sind da Tempel, die sind auch wunderschön. Und die sind auch wunderschön beschrieben, muss ich sagen. Und dann gibt es da zum Beispiel auch noch einen Vogel, der ist, also ich werde das Buch auf jeden Fall demnächst mal wieder lesen. Es ist wirklich sehr, 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 sehr schön. Und das hier vorne ist dann natürlich eine Kameralinse, wo man auch schon so ein bisschen das Inselfeeling dann sehen kann. Auf jeden Fall ein schönes Buch für zwischendurch, das ich jedem empfehlen kann, das, wie gesagt, trotz seiner kurzen Seitenanzahl eine doch recht gut erzählte Geschichte hat. Ich empfand nicht, dass irgendwas gefehlt hat oder so, jetzt, wo ich mir jetzt bei anderen Büchern, die länger sind, dicker sind, jetzt irgendwie denke, oh ja, gut, ne? Also wenn da ein paar Seiten gefehlt hätten, dann wäre es jetzt schon doof. Aber hier muss ich wirklich sagen, nichts hat gefehlt und es war wirklich toll. Ein Platinter. Ein verdienter Platz 8. Jetzt kommt das erste Buch von den Büchern, die jetzt noch kommen werden, das 2013 erschienen ist, und zwar im Februar 2013. Es ist ein Thriller, der mich auch ein wenig, ja, hat mich auf jeden Fall überzeugt. Er ist halt ein bisschen anders als andere Thriller. Es geht um Jeanette Clarks Rachekind, im Heine Verlag erschienen und sieht so aus. Ist halt ja, man könnte meinen Mystery-Thriller. Es geht halt darum, die Hannah kommt von einer Party wieder und findet ihr totes Kind, das zum Glück nicht ganz tot ist, sondern wieder, also schon ganz tot ist, aber kann wieder reanimiert werden. Und ihr Mann, der eigentlich auf das Kind aufpassen sollte, während sie weg ist, ist irgendwie auch weg. Und das ist alles jetzt ein bisschen komisch und alle meinen jetzt irgendwie, der Mann hätte das Kind umgebracht, aber Hannah kann das nicht glauben. Hannah liebt ihren Mann und ihr Mann, wenn ich mir jetzt gerade gar nicht sicher bin, ob der einen Namen hat. Nein, das ist nur der Mann. Der Name ist mir echt entfallen. Auf jeden Fall, der würde sowas nie tun, meint Hannah. Und jetzt versucht sie halt verzweifelt und leider auch relativ alleine klarzustellen, dass da irgendwas schiefgelaufen sein muss. Und sie passt natürlich jetzt sehr auf ihr Kind auf, weil sie denkt sich jetzt natürlich, gut, okay, mein Kind war tot, hat sich nicht selbst umgebracht und mein Mann war es nicht. Logisch zu schlussfolgernd ist es natürlich dann so, dass irgendwer das Kind umbringen wollte. Jetzt passt sie natürlich noch mehr auf ihr Kind auf und es passieren auch bestimmte Zwischenfälle und naja. Und das, was an dem Thriller so ein bisschen mystisch ist, ist halt, dass ihr auch ab und zu mal Geister erscheinen. Also das ist jetzt nicht so wie bei Ghost Whisperer oder so, wo die Geister dann mit ihr reden und ihr sagen, guck mal, da musst du hin und der ist der Mörder. Ihr erscheint einfach mal ab und zu ein Geist. Und das fand ich erst ein bisschen komisch,
Aber es ist wirklich so, dass man jetzt gar nicht sagen muss, der Geist ist jetzt irgendwie die ganze Zeit da und der Geist dominiert den Thriller und der Geist ist, macht das Ganze zu einem Fantasy-irgendwas. Der Geist taucht halt nur ein paar Mal auf und macht das ein bisschen gruselig, würde ich eher sagen. Und ja, auf jeden Fall ein sehr tolles Buch, hat relativ viele Seiten, doch für ein Taschenbuch von denen, die jetzt hier so rumliegen, meine ich jetzt, hat ohne Dank 503 Seiten und hat sich für mich relativ schnell weggelesen. Also ich habe das ja gelesen, glaube ich, in den Ferien und es war wirklich, also es war wirklich, ist ein wirklich gutes Buch, gut geschrieben und ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen und lasst euch nicht davon abschrecken, dass da dieser Geist irgendwie ist oder so, weil der hat eigentlich nicht, der macht da nichts Großartiges und es ist jetzt, wie gesagt, kein Fantasy-Ding oder so. Mir ist auf jeden Fall sehr gut gefallen und ich freue mich schon auf die nächsten Bücher von Jeanette Clark. Das nächste Buch ist wieder im Jahre 2010 erschienen und hat mich aber sehr, wirklich sehr, sehr gepackt. Und mir ist gerade aufgefallen, ich habe ja vor zwei Plätzen oder beziehungsweise vor auf Platz 8 bei Isola auf jeden Fall gesagt, dass Isola meine erste Videorezension war. Das stimmt gar nicht. Da habe ich gar keine Videorezension gemacht. Es tut mir leid. Das Buch, was ich jetzt in den Händen halte, ist nämlich das, wozu ich meine erste Videorezension gemacht habe. Und zwar ist das Erebos von Ursula Poznanski. Ein wirklich sehr, 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 sehr guter Jugendbuch-Thriller. Und ja, der Deutsche Jugendliteraturpreis, den hat er sich auch eingeheimst. Er sieht auch wirklich sehr gut aus. Besonders wenn man denn auch weiß, worum es geht. Ich werde jetzt mal ein bisschen hier so, ich klicke meine Bücher immer nicht so gerne, aber ihr seht natürlich, hinten ist ein Auge, hier ist ein Auge. Wenn man die Buchrücken ganz zusammenklappen würde, was hoffentlich niemand von euch tut, dann würden die Augen zusammen im richtigen Abstand sein und ein Gesicht ergeben. Und das finde ich sehr schön, ist sehr gut gemacht und ja, in diesem Buch geht es halt um das Spiel Erebos und um den jungen Nick, der auf eine Londoner Schule geht und dort ich weiß gerade gar nicht mehr, was er für einen Sport macht, auf jeden Fall ist er ein guter Sportler, ich glaube, er macht Basketball und er ist halt ein normaler Schuljunge, so wie wir auch, nur halt ein Londoner und dann ist es auch so, dass normalerweise, also eigentlich sind auch alle anderen auf der Schule ganz normal, aber dann irgendwann ist es so, dass sie auf einmal irgendwie nicht mehr so ganz normal sind. Sie verhalten sich so ein bisschen komisch und sie reden in bestimmten Grüppchen, da reden Leute miteinander, die sonst nie miteinander geredet hätten. Er ist ja sozusagen auch einer der beliebtesten Schüler und viele Schüler weichen ihm doch auf einmal aus, obwohl er so beliebt ist und er wüsste jetzt gerne, woran das liegt. Er beobachtet dann zwei Schüler dabei, wie sie sich eine DVD oder eine CD, was genau das ist, kann er nicht erkennen, austauschen und will dann natürlich wissen, was da jetzt los ist und glaubt natürlich einen Zusammenhang erkannt zu haben zwischen dem komischen Verhalten der ganzen Schüler und dieser CD, womit er dann im Nachhinein auch recht hat. Nach mehreren Versuchen, diese CD zu ergattern und mehreren komischen Vorfällen, in denen halt mehrmals ihm davon abgeraten wird und auch gesagt wird, ich kann dir das nicht einfach so geben und all sowas, ist egal, was für einen Stand du hast, kriegt er dann letztendlich doch diese DVD und auf dieser DVD ist dieses Spiel drauf, das Spiel Erebos nämlich. Es ist ein Rollenspiel und das fesselt Nick gleich vom ersten Augenblick. Und besonders dann, als er seine ersten Quests bekommt, nachdem er seinen Charakter erstellt hat, wie man das ja bei Rollenspielen kennt, ist es so, dass das Spiel erst richtig interessant wird, weil dieses Spiel, das, naja, es ist ein Spiel auf dem Computer, aber die Quests sind in der Realität auszufüllen. Er muss zum Beispiel an einen bestimmten Ort gehen und eine Kiste transportieren von diesem Ort zu einem anderen Ort und er darf die Kiste nicht öffnen und wenn er das gemacht hat, dann kriegt er einen Wunsch erfüllt und diesen Wunsch kriegt er ebenfalls in der Realität erfüllt und natürlich glaubt er das erst nicht, nachdem aber dann ein paar Sachen passiert sind, die er sich gewünscht hat, die mehr oder weniger gut sind, ja, dann merkt er, oh, da ist aber was faul
Und naja, viel mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen. Wie gesagt, ein sehr, 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 sehr schönes Buch. Was vielleicht viele abschrecken könnte, ist, dass es in diesem Buch, also es gibt Kapitel, die meisten Kapitel sind natürlich über Nick in der Realität. Und dann gibt es natürlich auch Kapitel, die in das Spiel reingehen, während er das Spiel spielt, aus der Sicht von dem Charakter, den er das spielt. Der Sarius ist das. Und da meine ich nicht den Booktuber, nein, die Figur hier drin heißt auch Sarius, der Sarius. Und ja, es ist halt so, dass viele von euch jetzt vielleicht denken würden, ah ja, Computerspiele ist ja doof und kenne ich mich sowieso nicht aus. Ich muss sagen, ich spiele zwar auch Computerspiele, ich bin jetzt aber auch kein exzessiver Computerspieler und ich spiele auch gar nicht so gerne Rollenspiele, aber es ist so, es ist recht interessant erzählt hier drin und es ist auch so, wenn man das nicht kennt, wenn man keine Ahnung hat, wie das geht und sich jetzt echt denkt, ja, naja, dann quasi die da irgendwas von hier und da und hier nicht ein komischer Trank und so. Alles, was hier ist, wird auch erklärt, damit es auch wirklich alle Leute verstehen, die auch keine Rollenspiele spielen, so wie ich zum Beispiel. Und ja, also es ist auch so, dass ich sagen muss, dass mich auch besonders die Kapitel, in denen er halt in diesem Videospiel ist, auch gefesselt haben und ich auch gar nicht jetzt davon abraten möchte, nur weil da diese Videospielsequenzen drin sind. Auf jeden Fall, was ich immer jedem empfehlen kann, der bei sowas zweifelt, ist, lest euch die Leseprobe durch und sonst hört euch nochmal meine komplette Rezension an. Da werden euch vielleicht dann doch nochmal alle Bedenken zerstreut. Schriftliche und erste Videorezension findet ihr dann unten in der Infobox. Ja, wir nähern uns wieder dem Jahr 2013. Das nächste Buch ist im Jahre 2012 erschienen. Und das Cover, finde ich, also ist sehr gut gelungen. Weil bei den anderen Büchern ist es immer so, die Bücher habe ich irgendwie geschenkt bekommen oder empfohlen bekommen. Und dieses Buch, das ist mir einfach irgendwie aufgefallen und dann in die Hände gefallen und letztendlich auch in die Einkaufstasche gefallen. Und ich glaube auch, das liegt an dem sehr gut gewählten Cover, das irgendwie bei mir doch die Leselust geweckt hat. Es geht um Alles muss versteckt sein von Wiebke Lorenz. Ein sehr, 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 sehr guter, sehr guter, sehr guter, sehr guter Thriller. Und es war mir wirklich schwer gefallen. Ich habe auch echt überlegt, den mit dem letzten Platz zu tauschen, der jetzt gleich kommt, weil es wirklich ein richtig, richtig, richtig tolles Buch ist. Und auch Sebastian Fitzek sagt, ein psychologisch meisterhaftes und hochspannendes Schreckensszenario, das ihnen Angst vor ihren eigenen Fantasien machen wird. Albtraumhaft gut. Und ihr wisst ja, wie ich zu Sebastian Fitzek stehe. Und wenn Sebastian Fitzek sagt, das Buch ist gut, dann ist das Buch gut. Und da hat niemand anders was zu sagen. Und so kann ich das auch nur bestätigen. Es geht in diesem Buch um die liebe Marie. Marie ist bzw. war Kindergärtnerin und hatte ein recht schönes Leben mit ihrem Mann Christopher. Doch dann ist es so, dass ihrer Tochter ein tödlicher Unfall geschieht. Sie wird von einem Auto überfahren und sie muss das halt mit ansehen. Und das allein ist ja schon schlimm genug. Aber danach quälen sie diese ganzen schlimmen Fantasien. Sie hat besonders in der Nähe von Kindern Fantasien, ja, sie umzubringen, die Kinder, aber nicht einfach irgendwie, aber auf eine humane Art und Weise, sondern wirklich richtig brutal und also sie will sie wirklich abschlachten und zerstückeln und das sieht sie alles vor ihrem geistigen Auge. Und das ist natürlich schlimm. Sie geht eine Zeit lang nicht in die Öffentlichkeit und dann ist es so, sie lernt einen neuen Freund kennen, der heißt, wie heißt der? Patrick, genau, er heißt Patrick, war mir gar nicht so sicher. Und der hilft ihr dann vor allen Dingen damit, dass er ihr dann halt auch immer sagt, denken ist nicht tun, denn sie denkt das ja schon eine ganze Zeit, aber hat das noch nie in die Tat umgesetzt, was natürlich sehr, sehr gut ist. Doch dann ist es so, dass sie irgendwann auf einmal neben Patrick aufwacht, was natürlich an sich nichts Schlimmes ist. Wäre Patrick nicht tot und sie hätte ein blutverschmiertes Messer in der Hand, wie man dann hier auch an den Händen gut sehen kann, ist es dann halt so, sie kann sich an nichts mehr erinnern, sie weiß nicht, was passiert ist, sie weiß nicht, warum und sie kann nicht verstehen, sie hatte zwar auch schon Mordgedanken gegenüber Patrick, aber sie hätte sich das nie zugetraut, weil sie auch noch nie jemanden umgebracht hat und sie glaubt auch nicht, dass sie das getan hat. Leider gibt es weder Beweise dafür noch dafür ja irgendwie schon, aber dagegen ja eher weniger. Ich meine, wenn ich jetzt blutverschmiert neben irgendwem aufwachen würde und mich würde wer finden, würde wahrscheinlich auch sofort das auf mich fallen. Und naja,
das ist halt ganz schön schlimm. Und jetzt ist es halt dann auch so, dass er natürlich herausfindet, was jetzt nur los ist und wie und warum. Und ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr gut erzähltes Buch. Und es hat mehrere Mind-Blows bei mir ausgelöst. Sehr gute Sachen. Man kann auch nicht voraussehen, was als nächstes kommt. Also es ist halt so, dass da bestimmte Wendungen in dem Buch drin sind, die einfach, also meisterhaft kann ich schon fast sagen, wirklich, wirklich, wirklich klasse waren. Und also ich kann es einfach nur jedem empfehlen, jedem, der Thriller liest, jedem, der Sebastian Fitzek liest, sowieso. Und ein absolut gutes Buch und man muss halt nur so ein bisschen damit klarkommen, dass die Fantasien auch ein bisschen näher beschrieben werden. Also für Leute, die vielleicht doch nicht so viel mit Blut und so anfangen können, lasst das lieber sein. Aber so für alle anderen Menschen, die das gerade mögen, lest dieses verdammt gute Buch. Noch einmal ein Buch aus dem Jahr 2012, von dem der zweite Teil auch zum Glück endlich im November diesen Jahres erschienen ist. Und es ist ein Thriller, deswegen ist es auch wieder ein wenig komisch, dass es davon einen zweiten Teil gibt. Ich freue mich aber umso mehr, denn der Spezialist von Mark Alan Smith hat mir schon super, super gut gefallen. Wieso sollte mir der Experte nicht gefallen? Und es ist sogar ein Weihnachtsgeschenk, was ich noch kriege, vielleicht, aber auf jeden Fall erst dann nächstes Jahr. Und ein wirklich, 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 wirklich tolles Buch. Ich habe das Buch, also ich habe 60 Seiten irgendwie am Strand gelesen. Ich habe das im Sommer gelesen. Und beim Strand hatte ich nicht so wirklich viel Zeit. Und ich wurde ab und zu von meiner Mutter irgendwie zugequatscht. Und naja, dann war ich jetzt endlich irgendwann zu Hause und habe die letzten 300 Seiten oder so, habe ich dann wirklich hier zu Hause in einem Rutsch durchgelesen. Ich habe mir meine Lampe angemacht, habe mich auf meinen kaputten Schreibtischstuhl gesetzt. Ich habe jetzt übrigens einen neuen Schreibtischstuhl. Yay! Aber den zeige ich euch im Vlog bestimmt nochmal. Und habe wirklich exzessiv diese letzten 300 Seiten oder so durchgelesen in binnen von 5 Stunden, weil es mich wirklich so gepackt hat und ich unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht. Der Protagonist, der war irgendwie für mich, also für Leute, die das Buch kennen, werden jetzt wahrscheinlich so denken, was? Weil, also, er war wirklich so ein bisschen sympathisch für mich und es war irgendwie immer so für mich, dass ich immer so dachte, boah, ey, Geiger, und jetzt lass doch mal den Geiger in Ruhe und scheiße, Geiger, du schaffst das und oh nein, die Katze! Und naja, auf jeden Fall, also es hat mich wirklich sehr mitgerissen, ein unglaublich gutes Buch und ich sollte euch vielleicht noch erzählen, worum es geht. Es geht um Geiger. Geiger ist von Beruf Folterer. Er foltert aber nicht irgendwie einfach so irgendwelche Menschen, weil ihm das Spaß macht, weil er sich daran aufgeilt oder so. Er foltert Menschen, um aus ihnen die Wahrheit rauszubekommen. Und das natürlich auch nur für bestimmte Personen, die vorher auch gut geprüft worden sind, ob sie das denn auch wirklich wollen, ob sie sozusagen sauber sind und ob man sich da keine Sorgen machen muss und so. Und er bringt seine Opfer eigentlich nie um. Er foltert sie halt nur so lange, bis sie die Wahrheit sagen. Und darin ist er sogar sehr gut, muss man sagen. Also er schafft es wirklich mit vielen Methoden, die nicht unbedingt schmerzhaft sein müssen, die vielleicht nicht mit unbedingt überhaupt da sein müssen. Aber der Gefolterte muss natürlich denken, dass er gefoltert wird. Und da passieren dann so Sachen wie zum Beispiel, dass er Eisspray nimmt, das auf die Fingerkuppen sprüht und dann mit der Rückseite eines Messers darüber geht. Und weil er natürlich taub ist, kann das Opfer nicht sagen, werde ich jetzt gerade wirklich aufgeschnitten oder nicht? Aber das Opfer denkt natürlich, scheiße, der will mich umbringen. Also denkt er natürlich, ich werde aufgeschnitten, wird total panisch und sagt dann letztendlich doch die Wahrheit. Geiger hat auch diese spezielle Fähigkeit zu erkennen, ob jemand die Wahrheit wirklich sagt oder ob er nur ja, aufhören will, gefoltert zu werden. Was natürlich jeder dann in dieser Situation will. Und das bringt ihm auch relativ viel ein. Doch er hat halt einen Kodex, er arbeitet nicht mit Kindern, er arbeitet nicht mit Leuten mit Herzproblemen und nicht mit Leuten über 80 Jahren, glaube ich, weil die halt genauso Herzprobleme sowieso schon haben. Und weil er halt, wie gesagt, niemanden umbringen will und Kinder schon gar nicht, dann bekommt er aber einen Auftrag, in dem es sich doch um ein Kind handelt. Und letztendlich will er seinen Kodex nicht brechen und kann seinen Kodex auch nicht brechen und muss letztendlich gegen
auch seinen Kodex verstoßen. Nicht, indem er dem Kind irgendwie wehtut, sondern indem er halt, ja, das werdet ihr dann sehen, ne? Das sollte ich vielleicht nicht und so. Mein Name ist Geiger, ich spiele Violine und foltere Menschen. Das nochmal zu Geiger von Geiger. Und ja, ein wirklich, wirklich tolles Buch, ein guter Thriller. Und lest dieses Buch. Lest es. Lest das Buch. Nach den ganzen Thrillern kommt jetzt mal wieder ein anderes Buch. Und zwar ist das ein Zombie-Buch, von dem ich euch leider nicht sagen kann, wann das rausgekommen ist, weil das irgendwie nicht im Buch drin steht. Ich glaube aber auch 2012, ich bin mir aber nicht sicher. Doch, ja, irgendwie 2012 oder so. Auf jeden Fall, der zweite Teil ist 2013 rausgekommen und es handelt sich um Untot, Lauf so lange du kannst von Kirsty MacKay. Ein relativ unspektakuläres Cover, muss ich sagen. Die Schrift ist sehr gut gelungen, muss ich sagen. Hier im Hintergrund sieht man die ganzen Zombies auf dem U, hier in dem O. Ein großer Zombie, trotzdem ein relativ unspektakuläres Cover für ein Zombie-Buch, finde ich. Aber das tut ja jetzt auch nicht so viel zur Sache. Es ist von einem meiner Lieblingsverleger, nämlich aus dem Chicken House Verlag. Sieht man ja hier unten dann. Und die haben immer so ähnliche Cover, deswegen lasse ich das jetzt einfach mal durchgehen. Es geht in diesem Buch halt darum, dass in Schottland eine Zombie-Apokalypse ausbricht. Und das Ganze passiert relativ... naja, unerwartet. Also es ist nicht so, dass ein großer Alarm ist und irgendein Virus ist ausgebrochen und wir müssen uns jetzt alle Sorgen machen oder so. Nein, Roberta, ein sehr interessanter Name, die sich aber in dem ganzen Buch glücklicherweise Bobby nennen lässt, ist mit ihrer neuen Schulklasse auf Skifahrt in sonst nicht noch wo. Und da ist sie dann halt in einem Bus und die wollen jetzt gerade alle... ja, Pinkelpause machen und was essen und so. Und sie kann ihre neue Klasse aber irgendwie nicht wirklich leiden und bleibt deswegen lieber im Bus, verkneift sich das, dass sie vielleicht auch pinkeln muss und Hunger hat sie jetzt sowieso nicht und lässt die anderen erstmal da alleine rausgehen, bleibt im Bus, freundet sich dann auch mit jemandem an. Und zwar ist das Smitty, so eine Art Klassenrüpel, Klassenclown, alles so in einem. Und ja, das ist ja alles schön und gut und so, aber dann kommt auf einmal schreiend aus dem, ja, Restaurant, sowas ähnliches wie ein Rasthaus an der Parkstelle auf dem Berg, kommt auf einmal ein Mädchen rausgerannt, das ist, glaube ich, die liebe Alice, bin ich mir jetzt aber gerade gar nicht mehr so sicher, ich glaube aber, das ist Alice, und ja, die kommt auf einmal schreiend aus dem Restaurant rausgerannt und sagt, alle Leute sind tot. Und sie weiß nicht, wie das passiert ist. Sie ist wohl auf Toilette gegangen, alles war schön, alle haben gegessen, getrunken. Als sie von Klo wieder gekommen, auf einmal waren alle tot. Das ist ja schon mal scheiße, ne? Also an sich ist das schon mal doof. Aber ich persönlich hätte es besser gefunden, wenn die auch tot geblieben wären. Aber leider ist dem nicht so. Nein. Die angeblich toten Klassenkameraden und auch Lehrer kommen wieder rausgewatschelt aus diesem Restaurant. Und auf den ersten Blick ist es natürlich so, dass sie da denkt, also Alice, hier guck mal, die kommen doch wieder raus. Und man guckt dir das mal an und macht dir da mal keine Sorgen. Aber naja, Leute, die dann ein langes Ächzen ausstößen und die Hände vorstrecken, direkt zu dem Bus zugewankt kommen und hungrig wirken, die möchte man vielleicht dann doch nicht so in seinem Bus haben. Ja, und damit beginnt dann auch eine kleine, ja, Verfolgungsjagd will ich nicht sagen, eine Jagd ums Überleben mit Bobby, Alice und Smitty. Und für mich ist es, also ich habe vorher nicht so wirklich Zombie-Romane beziehungsweise Bücher, ich weiß nicht, unter was das so genau fällt, gelesen und muss sagen, dass es aber wirklich, wirklich sehr gut ist. Hier hinten steht drauf, blutig, witzig, schnell, ein echter Page-Turner und das kann ich nur weitergeben. Also ich habe mir das Buch an einem Sonntag irgendwie geholt, weil ich mal wieder was zu lesen haben wollte. Da hatte ich noch nicht so viele Bücher. Das ist schon ein bisschen länger her, das habe ich, glaube ich, Anfang 2013 gelesen. Und dann habe ich mir das halt gekauft und habe gedacht, gut, okay, ne, du lest mal rein, das war irgendwie um 15 Uhr oder so. Und dann habe ich reingelesen. Und habe ich aber weitergelesen und weitergelesen und weitergelesen und weiter. Ich konnte nicht aufhören. Also ich glaube, meine Mutter wollte zwischendurch auch was von mir. Ich habe irgendwie nicht geantwortet. Ich habe das Buch wirklich, ich habe das gefressen.
Ich habe das wirklich, ich saß hier vor und habe eine Seite nach der anderen umgeschlagen und es war halt so, es war irgendwie nicht so spannend, wie ich jetzt sagen würde, wie bei einem Thriller. Es ist spannend, es könnte jemand umgebracht werden von dem und dem oder du willst herausfinden, warum der und der das gemacht hat oder so. Aber es war trotzdem spannend. Es war auf eine andere Art spannend. Es war spannend, spannend, spannend. Keine Ahnung. Spannend. Es war spannend. Es war einfach spannend, aber anders spannend und spannend. Und oh, ich kann euch dieses Buch nur empfehlen. Es ist spannend und hat auch eine, also. Auch wer sonst so Zombie-Bücher und so vielleicht nicht mag, beziehungsweise sich da noch nicht rangetraut hat, dem kann ich das auch nur empfehlen. Es ist ein bisschen in der Jugendsprache geschrieben. Wer damit vielleicht ein Problem hat, ja, ne, aber ich denke schon, man kann sich dran gewöhnen. Und abgetrennte Körperteile oder Körperteile, die noch abgetrennt werden, oder der Abtrennungsprozess von Körperteilen wird ja auch etwas detaillierter beschrieben. Deswegen, wer auch so ein bisschen schwache Nerven hat, was das angeht, auch ein bisschen eine zu niedrige Ekelschwelle, sag ich jetzt mal, der sollte vielleicht die Finger davon lassen oder die Leseprobe lesen. Und ja, also dazu zum ersten und zum zweiten Teil habe ich auch eine Videorezension gemacht. Die findet ihr auch unten. Schriftliche Rezension habe ich zu allen Büchern gemacht, aber Videorezension zu diesen beiden Teilen. Stellvertretend habe ich dafür jetzt den ersten. Den könnt ihr euch angucken und lesen, lesen, lesen. Ja, es geht um den Seelenbrecher. Der Seelenbrecher ist kein Mörder, aber irgendwie schon. Also die Opfer werden nicht getötet, sondern nur gefoltert. Und zwar werden sie halt innerlich gebrochen. Und zwar so sehr gebrochen, dass sie in ihrem Körper gefangen sind. Von außen sind sie sehr, also sie sind so wie ohnmächtig, aber können noch zucken, sage ich es jetzt mal so, und haben ihre Augen weit aufgerissen, aber sie können nicht mehr reden, sie können nichts mehr schreiben, also es ist nicht so, dass sie keine Stimme mehr haben, sie können wirklich gar nichts mehr, sie liegen da so irgendwie und können ab und zu allerhöchstens mal irgendwie so zucken oder so. Und ja, sonst können sie halt wirklich gar nichts mehr machen. Und es ist ein Mörder, beziehungsweise kein Mörder, es ist ein, wie nennen wir ihn? Es ist ein Täter, der sehr gefürchtet wird, besonders bei den Ärzten, die halt irgendwie, keine Ahnung, sich das immer versuchen zu erklären, aber es sich nicht erklären können. Und dieser Seelenbrecher wird gerade zu Weihnachten, was ja jetzt gerade so ist, ich nehme das nämlich heute sogar am 24. auf, wieder aktiv. Und es geht speziell um eine Klinik und um einen Schneesturm und um den Seelenbrecher. Es ist nämlich so, dass ein sehr großer Schneesturm ist und es kommen keine Rettungswagen mehr bis zum Klinikum, das etwas weiter weg steht. Und das heißt, sie sind relativ abgeschnitten von der ganzen Zivilisation. An sich ist das insofern schon mal schlimm für die Leute, die jetzt alle nicht ins Klinikum können und auch für das Klinikum, was vielleicht auch bestimmte Sachen braucht. Was jetzt aber noch schlimmer ist an dieser Tatsache, ist, dass der Seelenbrecher anscheinend auch eingeliefert wurde. Und es weiß natürlich niemand, wie der Seelenbrecher aussieht. Und naja, sie schotten letztendlich das ganze Klinikum ab in der Hoffnung, dass der nicht eingeliefert worden ist, sondern dass der einfach nur irgendwie rumrennt oder so. Das Problem an der Sache ist nur leider, dass der schon im Klinikum war und naja, jetzt auch seine ersten Opfer fordert und das wirklich auf eine Art und Weise, die schon ganz schön schlimm ist. Und es ist einfach sehr, 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 sehr gut geschrieben. Also Sebastian Fitzek ist ja sowieso der Meister der Worte und er schafft es auch wirklich, einem eine Gänsehaut zu machen, Schauder über den Rücken zu laufen zu lassen, mit den Figuren auch irgendwie mitzufiebern und sich auch mit reinzuversetzen. Sie schließen sich zum Beispiel kurzzeitig in der Bibliothek ein. Ich habe mir wirklich vorgestellt, dass ich mit denen in der Bibliothek bin und zittere und bange und man sich natürlich überlegt, wo der Seelenbrecher ist, was als nächstes passieren wird. Und ich war dann wirklich mit dabei und das war wirklich richtig, 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 richtig toll. Also Sebastian Fitzek kann ich euch allen empfehlen. Ist relativ egal, welches von den Büchern. Ich meine, ich habe jetzt noch nicht alle gelesen, aber ich denke nicht, dass eins davon schlecht sein wird. Ich habe auch noch ein paar Jahre Zeit, um alle zu lesen. Ich habe auch alle hier stehen, außer Noah. Das ist ja jetzt nur gerade erst erschienen. Das muss ich mir noch holen. Und es ist auf jeden Fall so, dass ja,
es ein wirklich, 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 wirklich tolles Buch ist und wie das auch aufgelöst wird, ist wirklich, wirklich toll. Sebastian Fitzek ist ja ein Meister der, sag ich mal, Verschleierungen. Man denkt immer zu wissen, ah ja, der hat sich da jetzt voll geoutet, ey, der Autor voll scheiße, ey. Weiß nicht, wie man das schreibt, ey. Jetzt weiß ich sofort, wer das ist und am Ende. Oh! Oh mein Gott! Nein, das, nein! Oh naja, das ist halt ziemlich. Das hat er besonders beim Augenjäger oder beim Augenbrecher auch sehr gut gemacht. Das war wirklich so ein What the fuck-Moment bei mir. Und auch hier hatte ich viele What the fuck-Momente. Ein wirklich, wirklich klasse, klasse Thriller-Buch. Toll, super lesen. Wer das noch nicht gelesen hat, der geht jetzt, der guckt das Video noch zu Ende. Gebt dem Video vielleicht noch ein Like, favorisiert das Video vielleicht, teilt das Video vielleicht noch, wie ihr Lust habt. Und dann geht er sich dieses Buch kaufen. Habt ihr mich verstanden? Ihr lest dieses Buch. Ihr lest dieses Buch. Und der Platz 1 ist auch 2012 erschienen. Und erstaunlicherweise kein Thriller, nein. Ich habe lange überlegt, ob ich den Seelenbrecher als ersten nehme oder ob ich dann doch dieses Buch hier als ersten Platz nehme. Und ich habe mich letztendlich für dieses Buch entschieden, weil es einfach so wunderschön ist und mir auch so ein bisschen die Sprache verschlagen hat. Ich habe eine Rezension dazu geschrieben, eine schriftliche. Und normalerweise ist es so, ich lese das Buch und prompt nachdem ich das Buch gelesen habe, sammle ich nochmal schnell so ein bisschen meine Gedanken und schreibe dann die schriftliche Rezension. Bei diesem Buch war das nicht möglich. Ich habe mich rangesetzt und habe versucht zu schreiben. Und ich habe nichts hinbekommen. Ich habe den Inhalt nach 3 Tagen einigermaßen irgendwie passabel hingeschrieben bekommen. Und konnte aber meine eigene Meinung nicht in Worte fassen. Ich müsste wirklich eine Woche warten und mit mehreren Personen über dieses Buch reden, weil es so gewaltig war vom Inhalt und vom Wert, der so vermittelt wird, irgendwie von dem Buch und die Schönheit. Und ich musste erstmal wirklich mit ein paar Leuten drüber reden. War das Buch jetzt gut oder war das Buch jetzt scheiße? Und dann konnte ich auch wirklich erstmal eine Rezension schreiben. Also es ist wirklich ein Buch, das mich zum Nachdenken gebracht hat. Ein Buch mit wunderschönen Worten, mit einem wunderschönen Cover, mit einer wunderschönen Story. Und ihr wollt wissen, was das ist, ne? Ja, ihr wollt das wissen? Ja, wollt ihr das wissen? Okay. Es ist Der Märchenerzähler von Antonia Michaelis. So sieht es mit Schutzumschlag aus, auch sehr wunderschön gestaltet. Aber was ich am Oettinger Verlag auch sehr mag, in dem es erschienen ist, wartet mal, ist, dass es auch ohne Schutzumschlag sehr, 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 sehr schön gestaltet ist. Ich lege den mal hier hin. Hier vorne ist es an sich natürlich noch das Gleiche, aber hier fehlt das Mädchen. Man hat eine bessere Sicht auf den See. Hier ein paar Schneeflocken. Der Märchenerzähler ist auch, wenn ich ein bisschen näher rangehe, mit einer schönen Schrift gemacht worden, finde ich. Und dann hat man natürlich hier den normalen Buchrücken und hier dann diesen Baum, von dem hier natürlich dann die Schrift drauf gewesen wäre. Und ist einfach auf jeden Fall sehr wunderschön. Und das hat schon mal ein großes Plus bei dem Buch gemacht, weil das Cover an sich schon so wunderschön ist. Und dass das Cover dann auch noch unter dem Schutzumschlag ist, das ist allein schon 5 Sterne wert. Aber es geht jetzt halt auch um den Inhalt, Leute. Wie gesagt, es ist wirklich schwer dazu, meine Meinung beziehungsweise gerade auch den Inhalt in Worte zu fassen. Ich versuche es natürlich trotzdem. Es geht um Anna und Abel. Anna ist in einer Art Familie aufgewachsen, in der alles rosa-rot ist. Sie hat einen wunderschönen Garten mit wunderschönen Blumen und sie hat wunderschöne Eltern, die sich wunderschön mögen. Und dann gibt es noch Abel. Der verkauft auf dem Schulhof Drogen, hat kein so tolles Leben und von den Eltern wollen wir gar nicht erst anfangen. Und letztendlich ist es dann so, dass man sich ja denkt, die beiden treffen sich eh nie, die haben eh nie was miteinander zu tun. Aber doch, sie treffen sich und natürlich entwickelt sich daraus auch eine Liebesgeschichte, was natürlich auch ganz klar ist. Ich kann euch mal kurz draufstehen, zeigen, was hier hinten drauf steht. Seine Lippen waren kalt wie Schnee, aber jenseits der Lippen lag die Wärme von samtem roten Stoff auf dem nächtlichen Deck des Schiffes. Sie spürte seine Zunge und dachte an den Wolf. Und wenn es wahr ist, dachte sie, wenn das Märchen wahr ist, ein Genickschuss und ein tödlicher Biss in den Nacken. Alles stimmt. Und was, wenn ich einen Mörder küsse? Anna und Abel, eine Liebe, die über alle Zweifel siegt und in der das Unmögliche möglich ist. Also, das habe ich euch vorgelesen, weil das auch im Buch vorkommt, genauso in dieser Stelle. Das heißt, es ist auch von der Autorin geschrieben. Was ich euch damit auch ein wenig zeigen wollte, ist, dass es halt sehr märchenhaft geschrieben ist. Es ist wirklich gut geschrieben, es ist zauberhaft geschrieben, es liest sich toll, es ist
Ah, es ist einfach. Oh, es ist so toll. Es ist so toll geschrieben, wirklich, Leute. Und ja, wie gesagt, Anna und Abel, sie verlieben sich. Anna merkt so ein bisschen, was so besonders ist an Abel, was besonders ist an seinem Umfeld, an seiner Familie. Und was auch besonders ist an diesem Buch ist, dass es auch so ein bisschen ist wie Erebos und auch der Seelenbrecher. Erebos ist ein Spiel im Buch. Der Seelenbrecher ist ein Buch im Buch und das hier ist ein Märchen im Buch, weil der Abel ist nur, weil er Drogen verkauft, ja nicht gleich böse oder dumm oder sowas, sondern der ist halt wirklich ein sehr auch kluger Junge und er ist vor allen Dingen auch ein begnadeter Märchenerzähler. Er hat eine kleine Schwester, die ich nie so genannt habe, wie sie im Buch heißen, deswegen weiß ich auch leider gerade gar nicht so, wie sie heißt. Sie hatte so einen komischen deutschen Namen. Anna und Abel sind ja schon so deutsche Namen. Und ich habe sie, glaube ich, immer Marie, Marike, irgendwas mit M. Auf jeden Fall hat er halt diese kleine Schwester, der halt auch immer ein Märchen erzählt. Und dieses Märchen erzählt er aber nicht in einem Stück, sondern er erzählt es halt in mehreren Stückchen, um das Ganze ein bisschen spannender zu machen. Und dieses Märchen, das erzählt er wirklich sehr gut. Und es ist auch kein Kindermärchen, sage ich jetzt mal so. Es ist wirklich ein unglaublich tolles Märchen, wirklich schön erzählt und alles in diesem Buch ist schön erzählt. Man fühlt sich so, als wäre wirklich jeder Satz in diesem Buch wertvoll und richtig und der gehört dahin und der darf jetzt hier nicht fehlen und jeder Satz, jeder Punkt, jedes Wort hat hier seinen Platz in diesem Buch und es ist einfach wunderschön. Es ist wunderschön geschrieben und es ist ja, wunderschöne Geschichte. Das Einzige, was man an dem Buch vielleicht ein bisschen bemängeln könnte, ist die moralische Sache, die vielleicht jeder auch für sich letztendlich selbst entscheiden muss. Es passiert etwas relativ am Ende des Buches, was für die meisten von euch relativ eindeutig wäre und was für mich auch eigentlich relativ eindeutig gewesen ist, aber irgendwie kann man doch irgendwie, weil und irgendwie, also ich kann euch jetzt natürlich nicht sagen, worum es geht. Auf jeden Fall ist es was, was, glaube ich, jeder für sich selbst entscheiden muss. Wirklich. Aber ich finde nicht, dass das das Buch deswegen schlecht macht oder so. Es ist halt wirklich, wie gesagt, eine moralische Entscheidung und es kommt auf die Person an sich an, ob und wie er das jetzt macht. Und es ist, wie gesagt, ein tolles Buch, eine tolle Geschichte, ein tolles Märchen in diesem Buch, tolle Figuren. Und ich wirklich, es ist wunderschön. Die Autorin generell ist auch eine sehr, 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 sehr gute Autorin. Ich lese jetzt gerade von ihr Nashville, beziehungsweise habe angefangen zu lesen und lese jetzt gerade was anderes, aber auf jeden Fall ist das auch sehr gut geschrieben, obwohl man merkt, hier hat sie sich wirklich daran besonders versucht, das alles märchenhaft klingen zu lassen. In dem Thriller, den sie geschrieben hat, ist es jetzt nicht so märchenhaft, trotzdem irgendwie doch gut beschrieben und ein einfach wirklich, wirklich, wirklich schönes Buch. Und damit sind wir auch schon am Ende des Rankings angekommen. Nochmal, um das jetzt zu sagen, was ich aber glaube ich schon ganz oft gesagt habe. Alle Bücher sind von mir rezensiert worden, schriftlich. Und Video rezensiert worden sind von mir, wartet mal, Erebos, der Spezialist und Tod 1 und 2. Also von den Büchern, die hier liegen, sind das die, die auch videorezensiert worden sind von mir. Wer also noch ein bisschen mehr darüber erfahren möchte, der kann das gerne tun, weil ich kann jetzt natürlich nicht so viel darüber erzählen. Ganz einfach, weil ich jetzt schon bei, ich weiß nicht, wie vielen Minuten bin und ich natürlich keine so ausführliche Rezension machen will. Ich will euch eigentlich nur ein bisschen nahelegen, worum es in der Geschichte geht, warum das Buch so toll ist und warum das Buch vielleicht auch ein bisschen anders ist als andere Bücher. Und ich hoffe, ja, ihr seid vielleicht auch ein bisschen meiner Meinung bei dem, was ich erzählt habe. Wenn nicht, beziehungsweise wenn ihr die Bücher noch nicht gelesen habt, habt ihr vielleicht Lust bekommen, die Bücher zu lesen. Es war auf jeden Fall für mich ein sehr, sehr gutes Lesejahr 2013. Ich hatte, glaube ich, keine wirklichen Flops. Also ich habe Erbarmen angefangen und das musste ich dann wirklich abbrechen, weil Erbarmen, ja, von Jussi Alder-Olsen, einem eigentlich doch guten, bekannten Krimi-Autor, aber es war halt so in so Krimis, da mit diesem Buch habe ich halt gemerkt, Krimis sind nicht sowas für mich, weil diese Ermittlerarbeit wirklich immer das gleiche ist und für mich unglaublich langweilig war.
Und jetzt gerade lese ich einen Krimi, der gar nicht so langweilig ist, aber naja, auf jeden Fall muss ich das dann letztendlich abbrechen. Aber sonst waren nur tolle Bücher dabei. Ich habe mir viele Bücher gekauft, viele tolle Bücher, muss ich sagen. Ich habe angefangen mit YouTube, bei dieser BookTube-Community. Ich habe neue Freunde kennengelernt. Also es war wirklich vom Lesen her, vom Buchdingsen her ein erfolgreiches Jahr 2013. Wie das nur mit den Büchern an sich 2013 ist, kann ich euch nicht so genau sagen, weil ich ja, wie gesagt, davon war das jetzt, glaube ich, zwei oder drei Sachen, die auch 2013 wirklich erschienen sind. Also vielleicht kommen dann 2014 die Bücher, die 2013 erschienen sind oder so. Oder auch welche von 2008 wieder oder so. Da werden wir mal sehen. Und ich hoffe, ihr fandet das jetzt nicht so schlimm, dass das jetzt irgendwie, wie gesagt, eigentlich alles Bücher waren, die nicht 2013 erschienen sind, aber trotzdem Bücher, die mir wirklich auch geholfen haben, mitunter von meiner privaten Situation ein bisschen wegzukommen. Und auch, also wunderschön erzählt. Und alle Bücher haben ihren Reiz und ich würde euch auch auf jeden Fall allen empfehlen, die Bücher einmal anzusehen. Ich habe euch die schriftlichen Rezensionen alle verlinkt und in den schriftlichen Rezensionen habt ihr nochmal den Link zu Amazon, wer sich dann da vielleicht nochmal belesen möchte oder so. Also ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Ich hoffe jedenfalls, dass es noch vor Neujahr rauskommt und wenn nicht, dann trotzdem wünsche ich ein tolles Jahr 2014. Ich wünsche euch, dass ihr viele tolle Bücher lest, dass ihr auch so viel Spaß habt, dass ihr viel Zeit mit euren Freunden, mit eurer Familie, mit allen, die ihr liebt, verbringt, dass ihr wirklich ein tolles Jahr 2014 habt und dass es vielleicht auch für einige besser wird als 2013. Ich hoffe das auf jeden Fall sehr, dass 2014 einiges wieder rausholt, was 2013 verkackt hat. Aber ja, also ich wünsche euch auf jeden Fall allen ein wunderschönes, wunderschönes Jahr 2013. Feiert schön Silvester, feiert schön rein in das neue Jahr, verabschiedet schön das alte Jahr. Und dann, ja, war es das von meiner Seite. Tschüss. Ja, unter mir findet ihr meine beiden Rankings, denke ich jetzt mal. Also ich muss mal gucken, wie ich die alle hochlade. Vor allen Dingen, weil ich jetzt noch eins drehen muss und deswegen muss ich noch schneiden. Und naja, auf jeden Fall. Werdet ihr dann sehen. Es kann auch sein, dass ein Ranking oder so davon noch nicht oben ist. Dann kommt das aber später noch. Und wie gesagt, wünsche ich euch ein schönes Jahr 2013. Unten in der Infobox findet ihr meine Links zu Facebook, Instagram und meinem Blog, wo ihr auch nochmal alles nachlesen könnt. Rezensionen, schriftliche Rezensionen gibt es ja immer auf meinem Blog. Aber sonst ist ja auch alles verlinkt unten in der Infobox, wie gesagt. Und viel Spaß vielleicht noch mit den anderen Rankings, wenn ihr die noch nicht gesehen habt. Hoffentlich interessieren euch die auch, wenn es da nicht so um Bücher geht. Ja, schon zu oft Tschüss gesagt und schönes Jahr gewünscht. Ne? Wir sehen uns in den nächsten Rankings und vielleicht auch noch mal vor Neujahr und spätestens dann 2014.